Jonas, ich wollte jetzt Englisch oder Deutsch mit dir reden? Deutsch, oder? Ja, fangen wir an Deutsch. Also, herzlichen Glückwunsch zum Nullspiel mal wieder. Ist auch wichtig für dich, glaube ich, gewesen. Wichtig auch für die Mannschaft, dass wir Stabilität wieder reingekriegt haben in die ganze Sache, oder? Ja, natürlich. Für die ganze Defensive ist es sehr wichtig. It's no secret, wir haben starten trainieren viele hier in Marbella und in alle die Training. It was a big goal for us to make that better, and this is a good start. So we played a very sauber defensive game. Ja, sehr sauberes, genau, sehr sauber, siehst du, geht doch mit dem Deutsch, wunderbar. Was war so ein bisschen der Knackpunkt heute, also warum hat dann nichts nach vorne nicht so ganz, mussten wir uns zu sehr konzentrieren auf diese Stabilität oder, weil Chancen waren ja da, oder war der Torwart einfach auf der anderen Seite einfach ziemlich gut? Ja, I think we had bigger chances than them, we had a big one in the second half and we had some close to chances, so I think we played a good game. For us, this was about coming out, staying very compact, staying good in the defense, and play from there, the real mind style. So I think this was good. I think if anyone deserved the 3 points today, it was us. So I'm happy. Ah, the true mind style. Das macht Spaß auf mehr. Vielen Dank. Danke dir. Fabi, 0-0 gegen Köln zum Ende der Hinrunde. Was machen wir jetzt mit dem Unentschieden? Ein Punkt gewonnen oder 2 verloren? Wie ordnen wir es ein? Ja gut, ein gewonnen auf jeden Fall auch. Wissen, dass vielleicht mehr drin gelegen hätte, aber ich glaube, wir haben einen Fokus an der Vorbereitung gesagt, dass wir hinten stabiler werden wollen. Abgesehen von 2-3 kleinen Chancen, die sie hatten, war das heute sehr, sehr gut. Deswegen glaube ich, kann man das als Positives herausnehmen. Natürlich hätten wir vorne gerne ein Tor erzielt, aber ja, so als Start in die Rückrunde oder als Abschluss der Hinrunde nehmen wir das mal so. War ja auch ein bisschen andere Herangehensweise, Grundordnung war ein bisschen anders, ne? 2-Stürmer-System auch im Gegensatz zu dem, was wir sonst gespielt haben. Fühlen wir uns auch ganz wohl drin, oder? Hat funktioniert? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, beim Anlaufen oder defensiv ändert das nicht wirklich viel. Da war der Yunus ja auch immer 2. Stürmer. Offensiv hat das auch funktioniert. Ich glaube, vor allem in der ersten Halbzeit waren wir sehr, sehr gut drin, haben das Spiel unter Kontrolle gehabt. Jetzt wissen wir, dass wir in der nächsten Woche am Tore schießen arbeiten können. Ist auch mal schön, wenn man die Defensivarbeit nicht als Hauptpunkt haben muss. Das war heute sehr, sehr gut von der Sichtweise. Jetzt schießen wir vielleicht in der nächsten Woche ein bisschen mehr aufs Tor. Und Stichwort Offensive umschalten, das ist ja dann auch dein Teil der Aufgabe gewesen heute. Sah jetzt eigentlich auch so aus wie der Fabi Frei, der eigentlich schon immer in Mainz spielen sollte, oder? Ja, also ich habe mich wirklich sehr wohl gefühlt. Mit Danny nebenan macht es extrem viel Spaß. Hat man, glaube ich, auch gesehen. Eben in der ersten Halbzeit war das sehr, sehr gut. Wir haben viele Bälle gewonnen. Dann beim Umschalten hat noch ein bisschen der letzte Zacken gefehlt. Aber ich denke, so nach dieser Winterpause ist das sicher ein guter Start gewesen. Super, dann viel Spaß gegen Dortmund. Dankeschön. Ja, völlig ausgepumpt. Nico Bunge bei uns. Erstmal Glückwunsch zum 21. Punkt in der Hinrunde und auch die Überschrift, die so ein bisschen ausgegeben wurde in der Vorbereitung, defensive Stabilität finden, hat heute super geklappt. Du hast mit Bello da aufgeräumt, hinten auch mit der Kette nichts zugelassen. Also Ziel erstmal erfüllt? Ja, auf jeden Fall. Das ist heute so das überwiegende Gefühl bei uns, dass wir sehr zufrieden sind, dass wir hinten die Null gehalten haben, dass wir über 90 Minuten da eine Mannschaft wie Köln, die auch gerade mit vorne mit Modest zu jeder Zeit eigentlich für ein Tor gut ist und immer gefährlich ist, da so in Schach gehalten haben. Das war sehr intensiv heute vorne, die Jungs. Die Stürmer mussten viel laufen, die Außenbahnen mussten viel verteidigen. Und es war immer irgendeiner noch mit dem Fuß dazwischen. Und das haben wir uns heute hart erarbeitet, die Null hinten. Und deshalb hat vielleicht auch so ein bisschen vorne raus die letzte Kraft gefehlt, um dann durchschlagkräftig nach vorne zu kommen. Wo kommt denn das her, dieser, keine Ahnung, wie man es ausdrücken soll, aber der nötige Biss dann auch gegen solche Kanten wie Modest eben dann auch in dieser letzten Konsequenz zu verteidigen? Liegt das ein bisschen am System auch, weil das vorne schon besser anfängt, weil wurde ja auch ein bisschen umgestellt jetzt oder einfach, dass ihr gut auf Level wart mit einer guten Vorbereitung, wo habt ihr es rausgezogen heute? Ja, ich denke von allem etwas. Also wir hatten heute eine Formation auf dem Platz, die auf jeden Fall gut harmoniert hat. Gerade defensiv haben die Abläufe da absolut gestimmt. Natürlich aufgrund einer guten Vorbereitung, wo wir auch viel daran gearbeitet haben und gefeilt haben. Und das gibt uns auf jeden Fall jetzt positive Gedanken für die nächsten Spiele, dass es klappt, dass wir das drauf haben, so intensiv und gut einfach zu verteidigen und den Gegner dann auch in Schach zu halten. Für dich auch nicht so einfach, aber heute wieder durchgehalten auch, 90 Minuten Captain, auch vorne weggelaufen.
erklär uns kurz, wie schwierig das ist für ja nicht nur für dich, man rotiert raus, man muss wieder da sein, wenn du gebraucht wirst, bist du da. Also wie schwierig ist es für einen Spieler auch dann direkt diese Leistungen abrufen zu können? Ja, im Grunde zieht sich das durch die ganze Karriere vom Fußballer, dass man eigentlich immer im Konkurrenzkampf ist, immer im Training Gas geben muss. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man sich da nicht hängen lässt. Wenn man Woche für Woche im Training einfach Spaß mitbringt und da Gas gibt und sich trotzdem dran freut, Fußballer zu sein, auch wenn man vielleicht mal ein Wochenende nicht spielt, dann kommt es irgendwann von alleine, dass man sich einfach wieder anbietet und durch gute Leistung dann auch am Ende wieder auf dem Platz steht. Und heute ein Ausrufezeichen gesetzt. Danke dir. Starke Leistung. Danke.